Hi, hier willkommen aus dem Schneidebrettstudio. Folgendes: Ich stöber mein Portemonnaie um euch zu zeigen. Oh, guck mal, der Arthur ist Postbankkunde. Um euch ein EDC-Messer, was mich schon seit Jahren begleitet, zu zeigen. Das dürfte vielen Leuten bekannt sein. Das ist Ian Sinclair Cartsharp. Sein Taschenmesser in Form einer Kreditkarte. Ja, schieß mal jetzt hier so drüber. Man sieht, da steht nichts über. Würde ich sagen, ist so dick wie zwei Kreditkarten. Wenn wir jetzt hier mal eine AOK-Karte, dürften wohl viele Leute haben. 0,83 mm. Und die Karte so hat 2,04. Ja, ist ein bisschen was drüber, aber ich denke mal so, das zweieinhalbfache, die zweieinhalbfache Dicke einer Kreditkarte hat es. Geöffnet oder es wird arretiert durch so eine, durch so einen Drehknopf. Dann macht man zuerst das kleine, diese kleine Falz rum, dann die große. Und arretiert damit das ganze Messer. So. Jetzt meinen, dass das nicht wirklich gut schneiden kann. Also das heißt, das Messer soll aus Chirurgenstahl sein, weiß ich nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und es wäre relativ unscharf. Das stimmt fast. Das kann aber auch manchmal echt am, wie man sieht, das reißt ein. Das liegt dann einfach am Papier. Ja. Also wer schon mal Schneidetests mit richtig scharfen Messern durchgeführt hat, der kennt diesen Effekt, dass das Papier sich zur Seite biegt oder reißt. Das hat nichts mit dem Schneiden zu tun, aber ich kann es ja mal hier so zeigen. Ja, ich denke mal, das spricht für sich. Ja, ist also scharf genug, lässt sich auch in Windeseile wieder zusammenpacken und ins Portemonnaie tun. Wo ich sage, da müsstet ihr vielleicht drauf achten, wenn ihr Vielflieger seid und ihr fliegt auch schon mal außerhalb von Europa, sagen wir mal nach den USA oder so, seht zu, dass ihr das Ding aus dem Portemonnaie rausnimmt, weil sonst habt ihr echt beschissen. Ist nur so eine Idee. Dies übrigens ist nicht das Original Card Sharp, sondern das ist der lizenzierte Nachbau einer asiatischen Firma. Ian Sinclair hat mittlerweile das Card Sharp 4 rausgebracht. Die machen mittlerweile auch so Art Kreditkarten-Taschenlampen mit zwei LEDs dran. Finde ich sehr interessant, allerdings muss ich dazu gestehen, brauche ich nicht so unbedingt, denn ich habe Care Family Card, klar. Das Victorinox Swiss Card Light. Das war nun mal eine ganz kurze Vorstellung von mir. In Deutsch. Ich habe bisher Reviews nur in Englisch gesehen. Und ich finde das als so Büro-Gadget oder für unterwegs ist das nicht verkehrt. Man kann natürlich damit keine Bäume zerhacken, Bäume fällen. Aber das Messer sein und für sich ist das relativ scharf.
Schlag. Ein großer, da ist mir von meiner Lieblings-Football-Mannschaft, den Cologne Crocodiles, für meine Frau, also meine Frau hat ein neues Auto gekauft, ein neuer Aufkleber geschickt worden. Schicke Aufkleber 2 Euro, guckt mal bei eBay nach Cologne Crocodiles. Saugeile Mannschaft, super Riesen-Family. Ich bin also nicht von der letzten Saison ein paar Mal das Maskottchen. Also in so einem, müsst ihr mal in meinem Kanal gucken, wo ist das auch zu finden. In diesem Übungsblock also geschickt worden. Und hier ist ein dickes Paketklebeband drin. Hier unten ist ein richtig massiver Karton. Und da schneide ich jetzt mal durch. Na, machen wir nochmal. Wie man sehen kann. Ich denke, das Messer spricht für sich. Ja. Ah, die Länge der Klinge an sich. Die wollte ich noch messen. Und zwar nur von der Klinge. Und zwar von hier, dem ersten Schneidbaren bis zur Spitze, sind das 6,5 cm. Ich sagte ja, die Scratch-Up oder dieser Nachbau, den ich habe, hat die normalen Abmaße einer Kreditkarte. Das wären 8,5 mal 5,5. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.